Hallo und herzlich willkommen zu der 150. Folge von Eurer Stranded 2 mit Baloui und mit Katze. Hallo, ich bin Baloui. Hallo, Baloui. Also ist Katze schon seit Tagen nicht mehr hier gewesen. Ich vermisse ihn so, aber ich mache jetzt erstmal seine Quest, die er schon erledigt hat. Erstmal gibt es neuen Loot. Oh, ich will auch Loot-Chests aufmachen. Also, gucken wir mal. Wo denn? Ich glaube, unter Magical World hat er gemacht. Ja, Magical World. Eins Loot-Chest. Noch eins Loot-Chest. Und noch eins Loot-Chest. Cool. Und ich glaube, ich habe auch irgendwas gemacht bei. Lass mich mal ganz schnell gucken. Da, ne, bei Extra Editions. Genau, bei Extra Editions sind noch welche. Das ist ein Stern, der macht mir Angst. Da ich habe einen Stern gemacht. Ein Stern, der meinen Namen trägt. Ich habe Draw gekriegt. Toll. Und Cobblestone. Und ein Absorption-Hopper. Ja, das ist cool. Und noch mehr Cobblestone. Und noch mehr Draw. Dankeschön dafür, für den ganzen Mist. Haben sie gerne gemacht, bin ich mir sicher. Der Absorption-Hopper ist das einzig Gute gewesen. Hm. Was hat Miri? Irgendwas Sinnvolles gekriegt? Nein. Oh. Gar nichts. Alles ist ein Unmist. Alles Müll. Ja. So, aber ich habe es jetzt endlich hingekriegt, die Bliss Rods zu automatisieren. Das habt ihr ja mitgekriegt in der letzten Folge. Hoffe ich. Hat Blau die gut gemacht, Leute. Kann man schon mal klatschen für. Also nicht ihm eine, sondern allgemein. Hallo, Netzheim. Fies. Was, du findest es fies, wenn man Blauli keine klatscht? Fies, ja. Jetzt sitzt aber, Emma, jetzt sitzt aber hier unter der Gürtellinie. So, wisst ihr, warum ich das alles gemacht habe? Ich unter weiß nicht, wie viele Folgen ihr zugeguckt habt, aber ich wollte eigentlich nur ein Upgrade bauen. Was? Ich wollte einfach nichts Signalium-Upgrade machen. Einfach nur ein Signalium-Upgrade. Das war alles, was ich machen wollte. Irgendwie ist das ein bisschen nach hinten losgegangen. Naja, immerhin haben wir dafür jetzt nie wieder Bliss-Powder-Probleme. Ich denke mal, wir werden das noch für andere Sachen brauchen. Ist das immer so, Katze, dass man für solche Sachen immer so viel Arbeit reinstecken muss, bevor ja. man... Deswegen wird man nach einer Zeit, wenn man ich ist, zum Beispiel auch extrem schnell im Craften. Weil... Weil ich, dadurch, dass ich schneller im Craften bin, solche Sachen, die du jetzt in 4 Folgen gemacht hast, innerhalb von 2 Folgen mache. Aber wie? Das hilft einfach. Wie soll man das erklären? Das ist halt die Übung, die da reinkommt, ne? Du weißt dann einfach, wie die Rezepte funktionieren, oder was? Dieser Automatismus ist schneller, Blauli. Das ist das, was ich meine. Du weißt schneller, also... Du craftest halt, deine Bewegungen an und für sich sind halt um einige schneller. Okay. Ich weiß nicht, wie ich das besser erklären soll. Das ist, wenn ich was crafte zum Beispiel, ja. dann kannst du dir ja fast sicher sein, dass ich das fertig gecraftet habe, bevor andere Leute irgendwo schon was draufgelegt haben auf den Crafting Table. Okay. Klar, verstehe ich. Ich brauche... Toll. Concreted Hellfire und Signalium Blend. Ich brauche Signalium. Toll. Haben wir auch nicht da. Ich kriege mein Upgrade nicht mehr fertig in dieser Session. Schade. Hellfire. Hat Katze noch Hellfire Dust, bitte? Hellfire, hear my call. Kann man nicht Hellfire auch irgendwie Hellfire Seeds machen? Bitte, lass mich Seeds daraus machen können. Es gibt keine Hellfire Seeds. Schade. Das ist blöd. Okay, aber kann man nicht ändern. Aber aus dem Hellfire können wir dann das Signalium machen. Hört sich richtig an, Finn. Und Signalium kann ich wieder in Seeds machen. Brauche ich nur 4 Seeds. Aber das Problem ist gerade an Signalium, an dem Hellfire,
dass ich ein Hellfire brauche, ein Barren, und da habe ich mir einen zu wenig. Schade. Mist. Okay. Ein Hellfire Barren zu wenig. Wo kriege ich Hellfire her, Katze? Ich muss Soul Sand in diesen Filtered Hoppermann. Läuft der noch bei dir da oben? Das läuft alles noch, ja. Und ich muss bei nur... Dry. Ich muss Ground Netherrack machen. Oh nein, wie kriege ich denn das jetzt schon wieder her? Netherrack Ground und Netherrack ist einfach, genau. Gut, dann machen wir erstmal das. Netherrack, ein Soul Sand als Filter steht dabei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben, drei, vier, fünf, sechs, 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 sieben, drei
Seed, damit wir das schneller beim nächsten Mal nachproduzieren können. Und wir machen gleichzeitig so viel, dass ich ein Upgrade bauen kann. Ja, nice. Das ist, glaube ich, sinnvoll. Komm, Nella, Nutella, Nutella, so, Nutella, Hammann Nutella, Nutella. Und Flubbiwub, Leute. Flubbiwub? Flubbiwub! Kennst du Flubbiwub nicht? Nee. Das ist mein, wie hieß das, was ich immer gemacht habe? So mit O. Das ist mein neues So mit O. Nein. Okay, ich nenne meine Folge so. Ist zwar deins, mir doch egal. Flubbiwub! Das wollte ich auch machen. Wir nennen unsere Folge alle Flubbiwub. Schön, wenn man Highlights für euch erzeugen kann. Flubbiwub. Ja, besser als So mit O. Ja, immer ein bisschen besser, ne? Ja. Chicken Dinner. Habe ich jetzt gefuddert. Jetzt habe ich noch meine komischen Sachen mit dabei. Jetzt haben wir das fertig gemacht. Was ich eigentlich machen wollte, war ja eine Lenz hiervon. Für. Ich wollte, glaube, er wollte Flubbiwub machen. Für eine Lens, genau. Flubbiwub. Dafür. Er braucht einen Infused Flubbiwub. Wood ebenfalls Flubbiwub. Noch. Flubbiwub. Infused Wood bekommen wir dann durch die gleichen Geschichten, oder was? Flubbiwub. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Wir kriegen dadurch Flubbiwub. Infused Wood. Infused Wood, Leute. So, perfekt. Ist wieder eine Starlight Infusion. Nee, das ist das Falsche. Starlight Express. Infused Wood. Blau, okay, wir brauchen nur blau. Level 4 Seeds. Okay, das kriegen wir hin. Da habe ich ja jetzt eine Routine drin. Okay, Logs into Liquid Starlight schmeißen. Das kriegen wir hin. Ich glaube, ich habe sowieso ja alles schon im System. Das bedeutet, dass ich sieht's. Liquid Starlight ist übrigens eine super Geschichte. Oh, wow. Das ist dein Ernst? Was denn? Ja, in dem Moment kommt ein lila leuchtender Zombie und greift mich an. Was ist denn, warum ist denn Starlight für dich eine super tolle Geschichte? Weil wir mit Liquid Starlight, zum einen leuchtet es, das ist toll, wenn du wenig Licht hast irgendwo. Cool. Zum anderen, Liquid Starlight macht dieses Infused Wood, das wir für das nächste Rezept brauchen. Ah, okay, das ist wirklich gut. Deswegen, wir brauchen nämlich eine Lens von Astra Sorcery und diese Lens können wir theoretisch schon craften, sobald wir diese Lensen hier gebaut haben, die problemlos mit Glas machbar sind, das ich jetzt natürlich aber leider nicht habe. Brauche dafür Glas. Und da habe ich, glaube ich, nicht mehr die Zeit ranzukommen, Leute. Das ist in 2 Minuten. Das könnte schwierig werden. Ich glaube auch. Habe ich das auf die Schnelle gemacht? Ich habe noch Kohle. So, Signalium Seeds. Wie viel Essenzien braucht man denn? Außenrum 9 Stück. Okay, das heißt also, das, da nicht, da und da. Ich brauche nur ein wenig Sandfläche, Leute. Wo ist hier Sand? Gucken, ob sich das eben alleine verteilt hier oder ob ich das selber machen muss. Der Jetpack geht bald leer. Ja, muss ich von einer Hand machen. Schade. Okay. Egal. Kümmern wir uns später drum. Wir bauen aber jetzt noch, und das werde ich auf jeden Fall noch, warte mal, diese Folge machen. Halt, ich wollte noch ein paar Seeds. So, Sand haben wir. Mal nach oben. Wir hoffen, dass unser Jetpack gleich nicht leer geht, sonst haben wir ein Problem. Das wäre doof. Ja, wenn jetzt das Jetpack leer geht, bin ich tot. Das wäre doof. Ja, da hat Miri recht, das wäre doof. Ja. Katze, also das wäre doof. Mit Liquid Starlight bekommt man ja auch noch hier Ding, ne? Nice. Woodstone, das brauchen wir alles nicht. Nature Seed, nö, das pflanzen wir jetzt noch schnell an. Wozu haben wir schließlich unsere Seed in der Box? Da. Wird es so, um mich dann dunkeln? Können wir hiermit gerade das hier machen. Ah, warum bin ich hier unten gespawnt? Achso, das habe ich. Ach, verdammt, wir können dich ja gar nicht keine angeguckt, Furnace du bauen. Assi. Jetzt chill mal. Wir chill. Können ja keine einfachen Was Furnace los mit bauen. Dir? Oh, meine Güte.
Ich mag es, wie sich das Wasser von Liquid Starlight verhält. Also wie sich das Ding im Allgemeinen verhält. Sieht's cool aus? Ja, es ist wirklich mal ohne Shit. Also es ist wirklich echt gut. Anders als normales Minecraft-Wasser, ne? Also es breitet sich um einiges schneller aus. Es sieht anders aus dabei. Mhm. Wirklich cool aus. Also muss man echt mal sagen. Gute ist, für Screenshots kann man es auch verwenden. Immer noch nicht mein Instant Furnace fertig. Das gibt's überhaupt nicht. Werde ich in 100 Jahren nicht fertig haben. Ich weiß nicht, wie viel Energie ich noch wirklich habe am Ende des Tages. Und ich habe endlich 50.000 haben ein wir Upgrade noch. Geschafft. Meine Herren. Aber ich glaube, wir sind am Ende der Folge angelangt. Warte, Leute. Jetzt gebe ich das erst noch ab. Okay. Ich habe endlich geschafft. Hier, so. Das war das Ziel der ganzen Aufnahmesession. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Dann war es das mit der heutigen Folge, würde ich mal sagen. Wenn es euch gefallen hat, dann guckt auch bei Baloui vorbei, was der die ganze Zeit gemacht hat, und bei Katze. Und ansonsten kommt morgen zur nächsten wieder. Bis dahin macht es gut und feurio. Bleibt schön feurig. Tschüss.